Oh mein Gott, was ist das? Minus 286? Junge! Okay, warte ganz kurz. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Aquatico, der Urlaub von Surviving the Abyss. Hier lebt die Stimmung wieder auf, hier ist alles hell und fluffig, hier sieht alles schön blitzblank poliert aus und da ist es gebaut, das Möbelhaus, meine lieben Freunde. Das haben wir jetzt mal an den Start gebracht, weil unsere Leute haben sich nämlich beschwert darüber, dass wir nicht genug Luxusgüter produzieren und weil das so geil ist, machen wir hier gleich mal die Optimisation, damit wir hier noch mehr Möbel an den Start bringen. Genau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir Aquatico als Urlaub benutzen von Surviving the Abyss, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Projekt haltet und vor allem von diesem zweigleisigen, auf der einen Seite machen wir Surviving the Abyss, auf der anderen Seite machen wir Aquatico, beide so im Tandem. Ist ja eigentlich auch mal interessant, diesen Kontrast mal zu sehen. Man musste eigentlich aus beiden Spielen eins machen, weil an Surviving the Abyss finde ich sehr geil, diese ganzen Ideen mit dem Licht und dem Erkunden und auch diese ganze Sache mit, auch das Klonen ist irgendwie ganz spannend gemacht und auch die Sache mit dem U-Booten, dass man die am Meeresgrund zu bestimmten Punkten schicken kann, um den zu erkunden, aber das auch richtig sehen kann, nicht nur irgendwie auf einer Karte irgendwie, sondern das richtig sehen kann vor Ort, das U-Boot, wie das dahin fährt und so und markiert und analysiert. Auch dieses Ding mit dem Monster, was dann kommt, also ist auch ganz cool gemacht, aber es ist insgesamt trotzdem ein ziemlich unbefriedigendes Spiel, erstens, weil es ziemlich schwer ist und zweitens, weil es halt eben durch diese düstere Atmosphäre einen auch ständig immer in Stress versetzt, weil ständig irgendwas fehlt, weil man nie diesen Status quo hat, dass es mal reicht an irgendeiner Stelle. Man muss immer irgendwie hasseln, dass man alles bekommt. Und das hier, Aquatico, ist im Kontrast dazu halt so ein entspanntes Aufbauspiel, allerdings auch sehr generisch. Es hat jetzt keine Mechanismen, die irgendwie herausstechen als irgendwas Besonderes. Im Gegensatz zu Surviving the Abyss ist das hier recht generisch. Aber dafür halt sehr entspannt. Man kann sehr viel individualisieren auch an vielen Stellen mit den Kuppeln, wie man die ausgestaltet oder auch die Farbschemata und sowas alles. Es ist halt, und die ganzen Tiere, die so zu sehen sind, ja, alles schön hell und freundlich, sehr entspannend. Deswegen, das hier ist mein Urlaubsspiel, Unterwasserspiel, und das andere ist dann mein Hardcore-Stress quasi. Und ich fände es irgendwie geil, wenn man aus beiden irgendwie ein Spiel machen könnte, dass beide irgendwie so Elemente von dem jeweils anderen hätten. Das wäre irgendwie, fände ich, das Beste eigentlich von beiden Welten sozusagen. Also irgendein Early Access-Entwickler da draußen, wenn ihr jetzt beide Spiele gesehen habt, macht mal bitte ein Spiel, wo beide Elemente drin sind. Einfach ein Unterwasserspiel, was einfach eine Kombination aus Surviving the Abyss und Aquatico ist. Bitte. Ich zahle auch Geld dafür. Und ich bin sicher, es gibt auch noch ganz viele andere, die dafür Geld zahlen würden. 100 Pro. Das wäre nämlich perfekt. Dann hätte man die coolen Mechanismen aus Surviving the Abyss und das Aufbau-Gameplay aus Aquatico. Fände ich geil. Sofort. U-Boot wartet, genau. Ich habe mich verquatscht. Ich müsste auch mal wieder ein bisschen was erzählen. Hier genau, Fracht. Wir haben ja beim letzten Mal, falls ihr das nicht gesehen habt übrigens, genau, rechts oben in der Ecke ist die Playlist verlinkt am Anfang des Videos oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was ich gerade gesagt habe. Und ihr könnt auch einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ja sagen, ob ihr zustimmt oder nicht zustimmt. Genau, wir haben nämlich beim letzten Mal einen Schatz gefunden. In einer Galliere. Gallione, Galliere. Und den transferiere ich jetzt. Ha. Jetzt haben wir Luxusgüter bekommen und wir können, ja, jetzt haben wir natürlich nicht viele Vorräte an Nahrung, aber wir brauchen hier auch nicht so viel, deswegen fülle ich das jetzt einfach mal alles auf. Und dann fahren wir nämlich mal zum SOS-Signal, nee, wir fahren zum gesunkenen Kreuzer. Da bin ich mal gespannt, vielleicht finden wir ja da auch noch Luxusgüter. Das ist wahrscheinlich die Costa Cordalis ist da gesunken und da müssen wir jetzt hin und müssen gucken, was in der Costa Cordalis alles drin ist. Was ist jetzt das Ziel für diese Episode? Das Ziel für diese Episode ist es, die Engpässe zu stopfen. Nahrung geht immer weiter nach unten. Ich erforsche gerade Käfige 2, wie ihr sehen könnt. Und die Käfige 2 ermöglichen es uns, dass wir Hummer züchten können. Hummer gegen den Hunger, kann ich da noch sagen. Hummer sind ja schon ein Stufe 2 Essen, wenn ich das richtig sehe.
Also wir müssten eigentlich bald auch mal hier Erträge bei unseren zwei Farmen, die wir hier an den Start gebracht haben, bekommen. Hoffentlich bevor hier die Nahrung auf Null geht. Da müsste sich das alles noch mal ein bisschen positiv entwickeln. Wir haben ja eine Grasfarm am Start, die komplett nur Gras produziert. Und eine, die wieder halt so diversifiziert noch so ein paar Elemente produziert, Nahrungselemente. Müssen wir mal gucken, ob das reicht jetzt. Und gleich sind die Käfige erforscht. Ich kann schon mal in Position gehen mit der Kamera. Weil dann kann ich nämlich hier hinten schon mal den Käfig bauen. Und dann müssten wir... Also das ist jetzt kein neues Gebäude, muss ich nochmal erklären. Es ist kein neues Gebäude, sondern es ist einfach nur eine weitere Tierart, die ich in einem Käfig züchten kann, ja. Und zwar in dem Fall sind es die Hummer tatsächlich. Jawohl. So, jetzt können wir das gleich bauen. Also. Käfige. So, und jetzt müssen wir wieder über dem Abgrund bauen. Das dürfen wir jetzt hier nicht falsch machen. Was steht da? Ach, Plastik 153. Okay, gut. Wir müssen noch warten, bis wir Plastik bekommen. Genau, die Luxusgüterengpässe haben wir jetzt, glaube ich, vor allem deswegen gestopft, weil wir jetzt den antiken Schatz ausgepackt haben. Vor allem, wie wird das denn eigentlich verteilt in der Bevölkerung, frage ich mich. Wie machen die denn das eigentlich? Hauen die dann einfach die ganzen Juwelen und Schmuckstücke auf den Tisch und sagen, ja, hier, grabbelt mal. Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder, und vor allem, warum verbraucht sich das eigentlich? Also, warum verschwindet das Zeug dann? Das ist doch eigentlich noch in der Kolonie. Es wird nur von den Leuten halt dann zur Schau gestellt. Das ist irgendwie seltsam. Aber okay. Weil eigentlich gehört doch, wenn ich als Staatsinstanz den Schmuck gefunden habe, gehört das doch erstmal mir eigentlich. Schon irgendwie seltsam. Das ist schon irgendwie seltsam alles. So, ich sehe schon, ich muss mal hier Beschleunigungsstufe anmachen, sonst warten wir hier 10 Jahre auf die Plaste. Wie sieht's denn aus mit Plasteproduktion? Monatliche Produktion. Ja gut, der Verbrauch ist jetzt natürlich wieder erhöht, weil wir hier... viele Upgrades gemacht haben und viel gebaut haben. Dadurch ist natürlich hier wieder bei der Plastik nicht so ganz so viel am Start. Ich mache mal hier noch eine Erweiterung. Da wird nochmal ein bisschen gesteigert. Dann wird da noch ein Arbeitsplatz investiert und dann kommt nochmal ein bisschen schneller Plaste zustande, hoffe ich jetzt mal. Oh, Nahrung hat sich schon mal jetzt wieder auf ausreichend erhöht. Das ist schon mal gut. Und hier wurde noch gar nichts geerntet. Das ist natürlich nice. Super, super. Hast ja kein Museum. Ja, das ist komisch, ne? Kann man ein Museum bauen? Warte mal, das müsste ja dann in der Kuppel sein eigentlich. Ja, hier die Medizinklinik hat auch nicht genug Gras. Uns fehlt Gras. Softwarefirma können wir machen. Gold und Diamanten, Internetanbieter. Die haben noch kein Internet in der Kuppel? Das heißt, die können keine Livestreams gucken? Das ist ja schrecklich, ey. Restaurants ohne Ende gibt's. Markt, Tempel, Universität, Konzerthalle, Krankenhaus, Hotel. Ne, es gibt kein Museum, wie es aussieht. Meeresfrüchte, Imbiss. Was es nicht alles gibt. Oh, was ist hier los? Es fehlt Quarz. Hä, aber wir haben doch 125. Kann das sein, dass die nicht beliefert werden so wirklich schnell? Dass das zu langsam ist? Wir müssen wohl mal wieder die Drohnenproduktion noch mal ein bisschen hochfahren, wenn ich das jetzt hier so sehe. Braucht mal mehr Elektrogeräte, die wir ja noch nicht produzieren. Oh, was? Da ist was passiert. Ein Piratenboot. Fahrt fort und greift sie an. Jawohl, wieder Plaste bekommen. Immer schön. Angriff ist die beste Verteidigung. Ist immer richtig hier, genau. So, und die fahren ja dann jetzt erstmal weiter, genau. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Plaste und Eisen direkt gekriegt. Mal sehen, ob das irgendwann mal fehlschlägt. Bin mal gespannt. Also bisher habe ich die immer angegriffen, die Piraten. 900 Nahrung, sehr schön. So muss das sein, so ist das fein. Ah, guck mal hier kommen sie in einer riesigen Karawane und tragen das Zeug weg. Was tragen die denn da? Sieht aus wie Nahrung. Apropos, warte mal, wie sieht es eigentlich mit dem Stauraum aus? Ah, das sieht gut aus. Da ist noch ordentlich Platz. Mach mal hier eine Forschung an. Kann da nicht wahr sein, Spielbär? Schläfst schon wieder. Gewächshaus. Stimmt, das geht ja auch. Marktsteuer. Was geht denn hier ab? Jetzt kommen hier Marktsteuern. Spezialistenzuschlag. Fastfood. Oh ja, Fastfood ist da auch was Feines. Guck mal, wo wir gerade beim Essen sind. Rohe Nahrungsproduktion. Das klingt nach Sushi.
Eine umfassende Verbesserung von plus 10 für die Produktion roher Nahrung. Erdbeeren, Kürbisse, Bohnen, Äpfel, Pflaumen, Weintrauben, Kirschen. Andere Wassertiere sind giftig. Ach Quatsch, da muss man halt den giftigen Teil rausschneiden, so wie beim Fugu. Der, wo nur irgendwie ein paar Teile essbar sind und der Rest ist giftig. Wo, wenn der Koch einen Fehler macht beim Schneiden und Zubereiten, da wo du dann ja so ein bisschen Problem hast dann, wo dann erst Lähmung einsetzt und dann stirbst du. Ja, war das nicht bei den Simpsons auch mal? Da gab es doch mal eine Simpsons-Episode, wo Homer Fugu gegessen hat. Und dann hat der Arzt festgestellt, da ist wohl nur noch ein Tag übrig oder so. Wenn ich richtig informiert bin. Kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Man darf nie vergessen, dass auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich Quatsch erzähle. Ja. Jetzt haben wir genug Material, dass wir die Käfige bauen können. Spielbär, hör mal auf zu quatschen jetzt und bau mal die Käfige. Die Käfige werden gebaut. Haifleisch ist deswegen giftig, weil sie über ihre Haut pinkeln. Dadurch reichert sich Ammoniak im Fleisch an. Die pinkeln über ihre Haut? Das mache ich nur unter der Dusche. Produziere Stufe 1 Luxusgüter. Ja. Wie ist es jetzt eigentlich mit den Möbeln? Ist da jetzt eigentlich mal was gekommen? Da ist immer noch nichts gekommen. Warum eigentlich nicht? Da müssen wir mal gucken jetzt. Oder verbrauchen die direkt wieder, wenn sie produziert haben? Ich glaube, die verbrauchen die direkt wieder. Ich mach mal direkt hier mal ein Upgrade noch. Das war hier und vielleicht noch eine... Oh. Ah! Treibstoff 0, aber es ist nicht viel 0. Es ist wenig 0. Aber es ist immer noch zu viel 0. Machen wir das mal so hier. Genau, hier nochmal schön die Fabrik, also die Raffinerie nochmal aufwerten. Genau. Kriegen wir nochmal ein bisschen mehr raus jetzt. Grönlandhai wird auch gegessen. Grönland, aber das war das nicht so ein Tier. Grönlandhai. Das war aber nicht der, der so fermentiert wird, oder? Rettungsmission war ein Erfolg. Okay, wir haben das Gewächshaus jetzt erforscht. Fast Food oder rohe Nahrung. Machen wir erstmal Fast Food. Rohe Nahrung kommt später. Erstmal Fast Food. Katzenhai ist auch essbar. Ja, der isst ja auch nur Katzen. Das ist ja kein Problem. Wird ja nicht zu Gammelhai verarbeitet. Der Grönlandhai. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass das so ein Stinkefisch dann geworden ist irgendwie. Ja, Surströmming, genau. War das nicht dieses Zeug? War das nicht der Grönlandhai? Ich weiß nichts. Ich bin weder Meeresbiologe, noch bin ich ausgebildeter Ernährungsingenieur. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr euch auf mich beruft, seid ihr selber schuld. Dann habt ihr sowieso verloren. Einen Müllcontainer anzuschaffen. Oh ja. Müll. Hier genau, warte mal. Hier müssen wir auch mal optimieren jetzt. So, einige Menschen haben die Schiffe aus der Zeit vor dem Einschlag so angepasst, dass sie Strahlung widerstehen können. Als Meeresnomaden ziehen sie über die Ozeane und suchen Schrott und Rationen. Durch einen Sturm ist ein solches Schiff untergegangen. Wir können das Wrack nach Überlebenden durchsuchen. Alles klar. Gesunkener Kreuzer. Einige Menschen haben Schiffe aus der Zeit vor dem Einschlag so angepasst, dass sie Strahlung widerstehen können. Als Meeresnomaden ziehen sie über die Ozeane und suchen Schrott und Rationen. Genau. Habe ich doch gerade vorgelesen, Mensch. Unsere Rettungsmission. Wie Rettungsmission? Ich wollte keinen retten. Ich wollte Ressourcen haben. Ach, verdammt ich nochmal. Na egal. Nein, warte. Du sollst das zurückschicken, das U-Boot. Nach Hause. Toll. Habe ich wieder Menschen am Hals, die ich wieder versorgen und unterbringen muss. Das gibt's alles nicht. Anstrengend ist es. Es ist so anstrengend. Warte mal. Bau mal hier noch gleich ein Haus. Da kommt doch gleich wieder Mecker. Nicht genug hier und nicht genug da. So, genau. Dann warte. Dann können wir das hier nochmal schnell mit Futterboxen ausstatten. Nochmal isolieren. Genau. Die Titanic, genau. Surströmming, die wirksame Waffe gegen Klimakleber. Hat das jetzt eigentlich mal jemand gemacht, neben so einem Klimaaktivisten, der sich festklebt, so einen Surströmling aufmachen. Daraus wird was? Haukattel gemacht. Surströmming ist Gammelhering. Ah. Ich kann mich dunkel erinnern, aber vielleicht spielt mir jetzt meine Erinnerung auch einen Streich. Kann auch sein. Ich hatte ja mal eine Nordmeerkreuzfahrt gemacht und da war auch Island eine Station gewesen. So. Und der Surströmling kommt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja ursprünglich daher. Ich bilde mir ein, es ist halt schon so mega lange her, dass ich da auch
irgendwie mal mit diesem Surströmming in Kontakt kam. Also ich meine, wir haben den nicht zubereitet da gesehen, sondern das war so eine Räucherstation irgendwie, wo der halt so aufgehangen wird. Aber tatsächlich muss ich da noch mal schauen, ob das wirklich so war, weil es kann auch sein, dass ich das tatsächlich falsche erinnerungsmäßig durcheinander bringe und dass ich das gar nicht selber gesehen habe, sondern dass ich das aus einer Doku habe. Also, dass ich da schon irgendwie war. Also, ich war da in Island, aber ich weiß nicht mehr genau, ob wir das da gesehen haben. Weil wir haben da so viel besucht damals. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das mit dabei war oder ob das aus irgendeiner Island-Doku gewesen ist. Es ist so verrückt, wie das dann so im Kopf diffus wird und man nicht mehr genau weiß, ob man das selber. Ich meine mich noch so ein bisschen an den Geruch zu erinnern. Deswegen glaube ich, dass ich es wirklich gesehen habe. Ihr werdet, glaube ich, gerade Zeuge davon, wie ich absolut dement werde. Aber egal. Ist einfach verrückt. Man muss sich erst mal trauen, die Dosen im eigenen Auto mitzuführen. Mach mal hier gleich ganz viel Humor. Huch, jetzt habe ich Thunfisch da noch reingedengelt. Nee. Wir wollen Humor essen. Humor. Hier kann ich auch noch mal mehr Thunfisch noch machen, eigentlich. Nice. Wieso ist denn da eigentlich Effizienz von null? Muss das irgendwie in einem fruchtbaren Bereich sein? Nee. Guck mal, es ist doch hier über Meer komisch. Vielleicht dauert das noch eine Weile. Vielleicht müssen die erstmal da gezüchtet werden. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Fehlen. Ach so, Leitung. Ja, ist okay. Moment. Ich muss Leitung legen. Ich habe lange Leitung hier wieder. Nein, doch nicht das da, genau. Eine Sekunde. Leitung kommt. Ich muss die Leitung übernehmen. Hier. Warte, warum geht denn das nicht? War Plastik zu wenig. Ach komm. Zwei Einheiten zu wenig. Mann. Hat er wieder hier sich verhaspelt. Okay, warte ganz kurz. Gleich mal Forschung noch anwerfen. Mach mal hohe Nahrungsproduktion jetzt. Gekochte Nahrungsproduktion. Sushi. Was gekocht? Moment. Da steht Sushi bei gekocht? Hä? Muss ich das verstehen? Na gut, Reis wird gekocht bei Sushi, oder? Oder ist der Reis wird doch vorher gekocht? Ah, okay, dann lassen wir das mal durchgehen. Aber ich dachte eigentlich, Sushi wäre roher Fisch. Nein, egal. Egal, egal, egal. Warum kriege ich ja keine Plaste? Was ist hier los? Was soll das? Anschließend. Ja, kann ich nicht. Ich kann die Leitung nicht bauen. Die Plaste fehlt. Mann, schon wieder. Immer Plastemangel hat man hier. Ständig. Jetzt hat der Mada da. Plaste, 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 Plaste. Das ist alles blastend. Oh mein Gott, was ist das? Pause. Minus 286? Junge! Okay, warte ganz kurz. Pausieren. Das muss diese Anlage sein. Nein, die kann ich nicht pausieren. Ihr wollt mich rollen. Wie viel Strom frisst die denn? 400 Einheiten. Ho! 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 Unterbrechen. Kappt die Verbindung. Kappt die Verbindung. Oh Gott. Das ist nicht normal. Was? Es hört nicht auf. Oder? Ja doch, jetzt haben wir es gekappt. Es ist immer noch minus, weil es unterbrochen ist. Ist ja, jetzt dann lassen wir das jetzt erstmal da so. Da müssen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier mal noch Produktion steigern jetzt. Warte. Wir haben hier, genau, 100 Plastik brauche ich für eine Solaranlage, aber die müsste. Die haut 240 Einheiten raus. Hat aber 30 Werkzeuge als Unterhaltskosten. Das ist natürlich auch nicht so angenehm. Ich glaube, wir brauchen bald mal eine größere Energieproduktion noch. Hatten wir jetzt eigentlich schon irgendwie noch ein Kraftwerk irgendwie freigeschaltet worden? Nee, ne? Wann kommt denn eigentlich sowas wie ein Fusionskraftwerk oder so in der Forschung? Wie war das? Das ist mein Urlaubsspiel. Ja, na, im Vergleich. Die Probleme, die wir hier haben, sind im Vergleich zu den Problemen bei Surviving the Abyss immer noch wie Urlaub. Nach wie vor, ja. Trotz der Probleme, die wir hier haben. Das ist immer noch Urlaubsniveau hier. Man glaubt es kaum, aber es ist so. In Surviving the Abyss wäre ich jetzt nämlich schon längst bankrott oder da wären schon längst alle gestorben. Da wäre schon längst Ende. Ende erreicht. So, jetzt müssen wir mal warten, bis wir hier Plaster haben.
Ich überlege, ob ich hier nochmal erweitern soll. Mache ich jetzt einfach mal. Das erhöht zwar den Schwammverbrauch. Wir haben ja so viele Schwämme eigentlich. Das können wir uns locker mal leisten. Können wir das noch irgendwo machen? Hier können wir noch eine Erweiterung machen. Machen wir das auch nochmal. So, dann haben wir sie jetzt, glaube ich, alle erweitert. Alle Blaste-Produktionen. Ob es das Spiel schon zu kaufen gibt? Ja, bei Steam. Auf YouTube könnt ihr auf jeden Fall auch immer in die Videobeschreibung gucken, wenn ihr nicht in der Lage seid, bei Google den Namen des Spiels einzugeben, um zur Steam-Seite des Spiels zu kommen. Dann könnt ihr immer auch in die Videobeschreibung gucken, da ist das immer verlinkt. Also unter dem Video aufklappen. Dieses Solar-Dings bauen. Kann ich das nicht einfach so schon aufstellen irgendwie? Das muss doch gehen. Komm, ich baue das jetzt hier schon mal hin. Da stirbt direkt die Stimme schon wieder. Mann, warte mal. Muss ich da aufpassen, dass ich das nicht zubaue irgendwie? In welche Richtung habe ich denn hier den Zugang gebaut? Achso, den habe ich da hinten. Okay, dann machen wir es jetzt so. Machen wir es jetzt dahin. Und dann schnell anschließe. Jawohl. Immer schön anschließen. 100 Plastik und 50 Eisen. Uiuiui. Aber 100 Plastik ist nicht so unrealistisch. Das müsste ja bald erreicht sein. Wie sehe ich mit dem Geld aus? Alter, wir haben so einen abartig hohen Überschuss an Geld. Können wir eigentlich nochmal irgendeine Richtlinie erlassen? Ist da eigentlich mal wieder was dazu? Ne, okay, ist wieder nicht dazu gekommen. Egal. Egal. Gleich haben wir die rohe Nahrungsproduktion erforscht. Nicht schlecht. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Fastfood? Können wir jetzt ein Fastfood-Restaurant eröffnen eigentlich? Fastfood? Hier Restaurants. Das muss doch... Ja! Fastfood. Nicht schlecht. Kartoffeln braucht man da. Kleiner Fisch und Sauerstoff. Wie in einem Fastfood-Restaurant braucht man Sauerstoff? Da kann man doch normalerweise gar kein Fenster aufmachen. Okay, egal. Hier, mach mal... Das hier jetzt, genau, forschen. Große Bank. Ne, warte mal, hier sind noch Sachen, die wir noch machen müssen. Gesegneter Handel. Etabliert einen Bund zwischen religiösen und finanziellen Lobbys. Handelskontore in der Nähe eines Schreins arbeiten 20% schneller. Pff. Kein Plan. Machen wir mal das hier, Markt. Und dann mal hier die Marktsteuer und Spezialistenzuschlag, weil dann können wir nämlich hier auch aufs Gewächshaus 2 schon direkt gehen eigentlich. Nicht schlecht, so. Stromgedöns, genau. Wird jetzt hoffentlich gleich gebaut. Jetzt sind ja 100 Plaster am Start eigentlich. Ob ich das Remake von Dead Space spiele? Das Problem bei Horrorgames, grundsätzlich, egal was das ist, ob das Dead Space ist oder auch bei Sons of the Forest, ist das tatsächlich ein Problem. YouTube hat aktuell sehr strenge Richtlinien. Und in gewisser Weise auch Twitch in bestimmten Dingen. Dass es sehr schwierig macht, diese Spiele zu streamen und zu zeigen, ohne dass man da Gefahr läuft, entweder nur wenig oder gar keine Einnahmen damit zu generieren. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das heißt, es kann auch sogar, wenn die Richtlinien in einer entsprechenden strengen Art und Weise ausgelegt werden, zu Sanktionen für den Kanal führen. Das heißt, solche Horrorprojekte mache ich nur unter Vorbehalt und auch nur dann, wenn sie mich wirklich interessieren. Das ist aktuell nur bei Forest der Fall, bei Sons of the Forest. Alle anderen fallen durch dieses Raster durch, weil es einfach ein zu großes Risiko ist. Das kann ich nicht machen. Und jetzt werden wieder einige kommen und sagen, ja, nee, das stimmt überhaupt nicht. Macht das, wie ihr denkt. Ich habe da meinen eigenen Weg, meinen eigenen Plan. Sons of the Forest möchte ich mir zumindest mal angucken. Und alle anderen fallen aus. Auch Outlast 3 fällt raus aus diesem Feld dadurch, mache ich nicht, einfach aus Sicherheitsgründen. Unsere Zentrale benötigt dringend Unterstützung, Meeresbürgermeister. Sollen wir ihn, ach, die wollen schon wieder Schwämme haben. Ja, unsere Schwämme, wir sind überschwemmt mit Schwämmen. Komm, nimm meine Schwämme und freu dich deines Lebens, genau. So, hier jetzt, wir haben Zeug vom U-Boot. Transferieren. Genau, wir haben ja die Materialien vom U-Boot gekriegt. Dann fülle ich jetzt das U-Boot gleich direkt wieder auf. Und dann fahren wir... Was ist das hier eigentlich? Wasserameisen. Eine Spezies exotischer Ameisen hat sich dem Leben unter Wasser angepasst. Und ein Netzwerk hermetisch versiegelter Superkolonien in der Nähe erbaut. Ein erster Bericht bestätigt, dass sie sich ausbreiten. Wie sie es schaffen, sich mit Sauerstoff zu versorgen, ist uns ein Rätsel. Oh, ich mag Rätsel. Lass mal hinfahren. Klingt doch spannend, Unterwasserameisen. Wer hätte das gedacht?
So, wird der jetzt gebaut? Nahrung von Stufe 1. Ah, jetzt habe ich natürlich das U-Boot mit Nahrung vollgeballert. Das hat natürlich jetzt die Nahrung rausgezogen. Ist jetzt aber egal. Da muss man echt aufpassen aktuell mit Horror-Content und auch mit solchen Sachen, die halt ein bisschen krasser sind. Muss man einfach auch vorsichtig sein. Ja, deswegen, Sons of the Forest, da werde ich mir... Da werde ich mal so ein bisschen reinschauen, mal gucken, wie das so ist und wie krass das halt ist. Wenn mir das zu krass ist, kann es sein, dass ich es vielleicht auch nur streame und nicht aufnehme. Also, ne, wenn ich merke, das ist ein bisschen zu heftig. Und vielleicht mache ich auch einen Kompromiss, dass ich bei YouTube dann sehr stark zensiere. Also, dass ich dann sage, hey, wenn da was Brutales zu sehen ist, schneide ich es raus. Also, oder ich pixel das irgendwie, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wie gesagt. Das ist nicht so einfach momentan. Das heißt, dann würde ich eher mehr Kerbal Space Program 2 machen, statt dass ich mehr Horrorspiele mache. Weil es macht ja keinen Sinn. Warum soll ich viele Horrorspiele zeigen, wenn ich halt am Ende daraus keine Videos ziehen kann? Dann habe ich ja Zeit verschwendet im Endeffekt. Die Last der YouTuber, genau. Man muss leider sich an die Regeln halten. So ist das halt. Ja? Wenn die Regeln nun mal von YouTube so festgelegt sind, dass Horrorspiele nicht mehr en vogue sind, dann ist es halt so, ja. Ich bin ja schon froh, dass ich keinen Kanal habe, dessen Inhalt sich nur aus Horrorspielen zusammensetzt. Stellt euch mal vor, das wirkt ja auch rückwirkend. Also diese Regeländerungen sind ja rückwirkend auch zu verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben lang nur Horrorspiele gespielt habe und nichts anderes und dann ändern sich diese Regeln, dann kann rückwirkend alles Mögliche demonetarisiert werden zum Beispiel. Ja, dann ist Ende mit YouTube-Karriere quasi, so kannst du sagen. Da habe ich schon Schwein gehabt, dass ich das nicht so gemacht habe. Dass ich halt auch Horrorspiele früher immer nur als Beimischung gesehen habe und nicht als einzigen Content, den es da irgendwie gibt oder so. Da gibt ja genug Kanäle, die nur Horrorspiele machen und nichts anderes. Insofern habe ich da noch Glück, ja. Sowas wie Aquatico ist halt von sowas nicht betroffen, ja. Das ist halt entspanntes Aufbauspiel. Ich meine, da kann man sich ja nicht irgendwie dran hochziehen, irgendwie in irgendeiner Form. Was jetzt Richtlinien und Regeln angeht. So, genau. Jetzt mache ich mal hier noch Pflanzen. Baue mal hier noch Pflanzen auf, weil wir haben schon wieder ein Umweltproblem. Habe ich gerade gesehen. Nochmal hier ein Haus bauen, genau. Wie groß ist denn das Umweltproblem, was war? Oh, minus 30. Okay, das ist schon wieder sehr... sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Machen wir mal hier noch ein paar Sitzgelegenheiten. Guck mal, können wir ja hier um den Brunnen drumherum. Das bietet sich ja eigentlich an, mal ein paar Sitzgelegenheiten noch aufstecken. 48 haben wir jetzt wieder. Okay, jetzt hat es sich wieder eingerenkt auf jeden Fall. Nahrung ist auch wieder ein bisschen mehr geworden jetzt. Also lieber sicherer Content als hoffen und Folgen zu riskieren. Ja, genau. Ich gehe lieber auf Nummer sicher am Ende des Tages. Und wer das natürlich anders sieht, der kann natürlich das bei seinem eigenen YouTube-Kanal gerne anders machen. Ne? Ist immer jedem selbst überlassen, wie er seinen YouTube-Kanal macht und so. Aber ich sehe es halt auch nicht. Zumal ja auch meine Zuschauerschaft jetzt nicht hier ist wegen Horrorspielen. Ja, das muss man auch mal sagen. Also ihr guckt ja meinen Kanal nicht primär wegen Horrorgames. Ihr guckt meinen Kanal ja wahrscheinlich eher primär wegen solchen Spielen wie Satisfactory oder Aquatico oder... von mir aus sowas wie Surviving the Abyss oder Surviving Mars, solche Sachen, ja. Das ist ja das, was bei meinem Kanal immer schon auch viel besser lief als irgendwelche Horrorgames, ja. Im Gegenteil, die letzten Horrorgames, die ich gespielt habe, waren erschreckend schlecht gelaufen auch. Also deswegen sehe ich da auch keinen Grund, das zu machen. Weil ihr zeigt mir mit eurer Reaktion auf solche Projekte auch schon, dass das keinen Sinn hat, das jetzt irgendwie überzugewichten an der Stelle. Genau. So, da sind wir angekommen bei den Wasserameisen. Die Ameisenkönigin hat sich in unserem U-Boot eingenistet. Sie haben unsere Nahrung aufgefressen. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Okay. Ja, toll. Dann sind aber immer noch 446 Nahrung drinne. Ein verlassenes Piraten-U-Boot. Du kannst die Expedition auswählen, aber sie brauchen mehr Nachschub. Ja gut, dann nach Hause. Die hat die Nahrung aufgefressen. Wir haben dies eigentlich geschafft, dass die Ameisenkönigin sich im U-Boot einnistet. Das muss man erstmal hinkriegen als U-Boot. So, wir haben immer noch nicht genug Strom. Warte mal, da müssen wir mal hier optimieren. Genau, so jetzt kann ich, glaube ich, den Anschluss wagen da. Den Anschluss dieser Nummer.
Genau, haben wir mal verbunden jetzt. Jetzt können wir hier nämlich auch die Hummer züchten. Das erste Tier, was, also Nahrungsdings, was hier auf jeden Fall dann in Stufe 2 auftaucht, oder? Weil alles andere ist ja immer noch, bis auf die Austern, Stufe 1. Ja, Dead Space ist halt, da kommt auch noch dazu, dass Dead Space halt so krass brutal ist halt auch, ne? Mit den ganzen Zerhäckselungen da. Es ist egal, wie man es dreht und wendet, ist schwierig. FS2 wird schon interessant auch, wie was das angeht dann. Da bin ich mal gespannt, wie brutal das dann ist und wie viele blutige Details da drin sind und so. Ich meine, der erste war ja auch jetzt nicht zimperlich gewesen. Da muss man halt gucken. Ist nicht so einfach. Also was Horror-Let's Plays angeht, sind die rosigen Zeiten auf YouTube auf jeden Fall vorbei. Das ist schon definitiv so. So, ich mach mal hier gleich noch eine Optimierung. Elektrizität plus 73,9. Jetzt haben wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen den Überschuss. Luxusgüter und Basiskonsumgüter fehlen immer noch. Wobei Basiskonsum sieht jetzt eigentlich schon mal ganz gut aus. Dekoration, stimmt. Wir haben ja auch diese Dekorationsfabrik. Haben wir das jetzt eigentlich schon erforscht, die Dekorationsfabrik? Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, Dekorationsfabrik haben wir schon. Weiter ging's mit Marktsteuer. Ne, Moment, wir können ja hier Spezialistenzuschlag noch machen. Dann kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Geld von Spezialisten. Ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich. Genau, jetzt muss ich kurz überlegen. Warte mal, wie ist es denn jetzt diese Dekorationsfabrik? Genau, was braucht die denn? Plastik braucht die, Elektrizität. Dann bauen wir die jetzt auch mal. Bau die jetzt mal hier hin. Da ist noch Platz. Aber nicht genug, warte mal. Ich möchte das gerne so machen. Irgendwie, dass wir die noch da dazwischen kriegen. Will halt nicht so viel landwirtschaftliche Nutzfläche irgendwie zerstören. Aber gut, hier können wir sie auch hinbauen eigentlich. Machen wir sie mal hier, neben die Mine. Da so. Huch! Ein kritischer Fehler hat für einen Massenausfall der Drohnen in einer anderen Kolonie gesorgt. Schon wieder. Das hatten wir doch schon mal. Das Hauptquartier bittet uns um Mithilfe. Ja, hier kannst 6 Drohnen haben und dann kriege ich von dir 60 elektronische Geräte. Passt doch. Da kann ich ja wieder Upgrades machen jetzt. Mit elektronischen Geräten. Das, warte mal, gleich erstmal die Mine upgraden. Das Ding können wir auch nochmal upgraden eigentlich. Hier, guck mal, Produktionsbonus. Möbelhaus, genau, lass das gleich mal machen. Und die Optimierung fürs Möbelhaus. Dann kriegen wir nochmal mehr Möbel raus aus dem Möbelhaus. Und dann haben wir doch hier noch, genau, Werkzeuge 10. Ah, ich habe keine Werkzeuge mehr, okay. Oh, Verbrauch 87. Produktion, warte mal, da müssen wir nochmal was machen. Können wir auch nicht. Ohne Werkzeug können wir nicht upgraden. Okay, egal. Hier könnte man nochmal optimieren. Nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff. So, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt eigentlich schon mal die ersten Hummer bekommen? Oh ja, da schwimmen sie schon rum. Sie sehen aber noch aus wie Garnelen. Guckt mal. Sie sehen noch ein bisschen garnelenmäßig aus. Das, was da so rumfliegt, sind übrigens Futterkrümel, wie es aussieht. Nice. Hummer, meine lieben Freunde. Da kriege ich ja direkt Hunger auf Hummer. Ich habe einmal, habe ich mal Hummer gegessen tatsächlich. Und es schmeckt schon ziemlich geil, finde ich. Aber ich esse auch gerne Garnelen, von daher. Ich bin so ein Meeresfrüchte-Typ. Finde das schon ziemlich geil eigentlich. Wieso schmecken diese Viecher eigentlich so geil? Kann mir das mal einer erklären? Das ist schon eigentlich verrückt, ne? Oh, die sind ja noch richtig klein, ey. Das sind ja noch Junghummer. Schrimps, Nudeln ist auch voll gut. Ja, genau. Bäh, nix für mich. Ja, da muss man, glaube ich, so, der Geschmack, das ist sowas, das muss man geil finden einfach.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Aquatico. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Aquatico, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Nutzungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.